Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es eine 2-in-1-Rezension geben. Und zwar habe ich zu einem der Bücher schon mal eine Rezension abgedreht. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe sie gelöscht oder ich habe keinen Plan, was ich getan habe. Auf jeden Fall hat da irgendwas nicht geklappt. Und deswegen gibt es jetzt die Rezension nochmal, beziehungsweise für euch ja zum ersten Mal. Aber ja, sind auf jeden Fall zwei Bücher aus dem Lux Verlag, die ich beide als Rezi-Exemplar bekommen habe. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten Buch an. Das erste Buch ist What If We Drown von Sarah Sprinz. Und hier geht es um Lori und die fängt halt, ja, nachdem da in ihrer Vergangenheit etwas passiert ist, was sie sehr traumatisiert hat, will sie halt komplett neu anfangen und beginnt halt ihr Medizinstudium. Und dort trifft sie dann auf, ach, wie hieß der denn? Auf Sam, glaube ich, oder? Genau, dort trifft sie auf Sam. Und Sam macht dieses Medizinstudium halt auch. Er ist ein bisschen weiter als sie. Aber ja, die beiden lernen sich kennen und irgendwie verbindet die beiden was. Und die fühlen sich zueinander hingezogen und so weiter und so fort. Und ja, das ist es, worum es in dem Buch geht. Ich muss sagen, fangen wir erstmal an mit diesem ganzen Medizinstudium-Ding. Ich fand das richtig, richtig gut. Also mir hat das total gut gefallen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das halt voll was ist für Leute, die so Grey's Anatomy und solche Arztserien gerne mögen. Also ich fand das sehr erfrischend. Ich habe sowas mit einem Medizinstudium noch nicht gelesen. Ich habe vor kurzem mal was mit einer Ärztin oder mit einer Arztassistentin irgendwie sowas gelesen. Das hat mir auch gut gefallen. Aber so mit diesem Medizinstudium, das war schon echt cool, muss ich sagen. Zu den Charakteren, Sam fand ich ganz, ganz toll. Ich fand, der war ein richtig authentischer und toll geschriebener Charakter. Ich konnte mich auch richtig so, ja, in den reinfühlen, beziehungsweise ich konnte den richtig gut verstehen und konnte halt so, was er gesagt, gemacht hat, echt gut nachvollziehen. Und die weibliche Protagonistin Lori, die mochte ich an sich auch gerne. Da ist halt nur so eine Sache, ja, die kann ich euch nicht verraten, weil ich euch sonst fürs ganze Buch spoilern würde. Das möchte ich natürlich nicht. Aber da ist halt so eine Sache, die hat mich an ihr sehr gestört, weil die sich durch das ganze Buch gezogen hat. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass sich das etwas früher auflöst und ja, man damit dann arbeitet. Aber leider hat sich das durchs ganze Buch gezogen, was mir nicht so gut gefallen hat. Also es hat dem Buch dadurch jetzt keinen Abbruch getan. Das Buch hat von mir 4 von 5 Sternen bekommen, weil ich einfach die ganze Atmosphäre total toll fand. Ich mochte auch die Chemie zwischen den beiden Protagonisten super, super gerne. Ich finde, die haben echt gut zusammengepasst und gut harmoniert. Ich mochte die Dialoge richtig gerne. Die waren einfach so, ja, die waren einfach echt irgendwie. Man hat die gelesen und hat wirklich so das Gefühl gehabt, dass das wirklich echt ist und nicht gestellt oder so. Und das hat mir wirklich super gut gefallen. Und ich finde den Schreibstil von Sarah Sprinz ganz, ganz klasse. Der ist so ganz schwer zu beschreiben. Also er ist locker und leicht. Also es ist jetzt keine schwere Lektüre, die man hier liest. Das Buch lässt sich wirklich super lesen. Es ist halt ein New Adult Buch und so ist es halt auch geschrieben. Aber sie hat so ein Talent, sie bringt da so Gefühl mit rein, ohne zu viel Gefühl mit reinzubringen. Also so Brittany C. Cherry, die hat ja schon so auf dieser Gefühlsebene, die ist ja schon echt weit oben, die bringt da ja immer richtig krasse Sachen mit rein. Aber bei Sarah Sprinz war das so seicht und das hat sich so eher so ganz leicht durchs ganze Buch gezogen. Und ich fand den Schreibstil wirklich sehr, sehr angenehm. Und ich muss sagen, ich freue mich auch schon auf die Folgebände. Ich kann euch die mal zeigen. Es sind nämlich 3 Stück. Einmal das noch und das. Und es geht halt um andere Charaktere. Also das wollte ich auch noch dazu sagen. Das Buch ist in sich abgeschlossen und es geht dann halt mit anderen Charakteren weiter, die ja, genau, dann halt ihre eigene Geschichte bekommen. Und dieses Buch ist halt für sich, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, eine Sache, die mir nicht so gut gefallen hat, aber ja, hat dem Buch keinen Abbruch getan. Ich freue mich auf jeden Fall weiterzulesen. Und ich möchte jetzt halt auch was anderes noch von ihr lesen, wo sie halt unter Sarah Heine, glaube ich, veröffentlicht hat. Ich weiß gerade nicht bei welchem Verlag, aber da hat sie halt ein anderes Buch veröffentlicht. Und das möchte ich auch gerne lesen, weil ich einfach ihre Art zu schreiben sehr gerne mag.
Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Buch, nämlich zu Breakaway von Annabel Steel. Und ja, hier geht es um Lia, und Lia setzt sich ja nach einem Ereignis in den Bus nach Berlin und möchte eigentlich einfach nur noch weg von allem, von jedem und ja, einfach weg, und sie fährt nach Berlin, was ich schon mal sehr cool finde, dass das Buch ja halt in Berlin spielt, beziehungsweise in Deutschland spielt. Das hat man ja auch nicht so oft, beziehungsweise sogar sehr selten. Mir würde jetzt spontan, außer halt die Fitzek-Bücher, aber jetzt so ein New Adult Buch, was in Berlin spielt, wird mir jetzt nicht einfallen, glaube ich. Und ja, sie will halt da in der Hauptstadt erstmal alles vergessen, zu sich selbst kommen und überlegen, wie es eigentlich weitergehen soll. Und da trifft sie dann halt auf Noah. Und ja, Noah und sie verstehen sich von Anfang an echt gut, bei denen kribbelt's direkt, und das ist so diese Hauptgeschichte. Noah hat natürlich auch noch seine eigenen Probleme, und ja, kommen wir einfach mal zu den Charakteren. Ich fange mit Noah an. Ich fand Noah richtig, richtig toll. Einer hat letztens auf Instagram was geschrieben, was einfach so gut gepasst hat. Sie hat gesagt, wenn ich mir für meine Tochter einen Jungen wünschen würde, dann wäre er so wie Noah. Und Noah war wirklich richtig, richtig toll. Er ist ein absolut verständnisvoller Mensch. Er hilft allen. Er kümmert sich immer zuerst um die anderen, vor allem um die Menschen, die er liebt. Er ist absolut hilfsbereit. Er hört den Leuten zu, er versucht, Lösungen für Probleme zu finden, und er macht wirklich alles in seiner Macht Stehende, damit, ja, damit es halt den Leuten in seinem Umfeld gut geht. Und das hat mir richtig gut gefallen. Noah hat in dem Buch auch so seine Probleme, so ein bisschen Familienprobleme, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ja, ich finde einfach, wie er da rangegangen ist, war so toll, und ja, ich fand es einfach richtig, richtig schön. Ich muss sagen, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass es gibt halt auch ein Problem mit seinem Bruder, und ich finde, der Bruder ist sehr in den Vordergrund gerückt dadurch, und man hat dadurch nicht so viel über Noah selbst erfahren, sondern so gefühlt mehr über die anderen, weil er sich halt um alle sorgt, aber über Noah selbst hat man nicht so viel erfahren. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich Noah halt so interessant und so toll fand, und ja, aber nichtsdestotrotz, Noah war wirklich so ein richtiger Dreamboy, also auch kein Bad Boy oder so, sondern wirklich so ein richtig lieber Kerl. Genau. Dann Lia. Ja, Lia fand ich auch gut. Die hat mir auch gut gefallen. Ich fand ihre Entwicklung sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also so vom Anfang des Buches bis hin zum Ende des Buches. Ich finde, sie hat echt eine tolle Entwicklung durchgemacht. Und man hat halt auch gemerkt, dass sie ja, an ihren Problemen gewachsen ist und dass sie ja, anders damit umgeht oder anders damit umzugehen versucht. Und das fand ich echt toll. Ich muss sagen, in der ersten Hälfte des Buches hatte mich das Buch nicht so. Also das Problem ist, es hat mich einfach nicht gepackt, weil es ist so für mich persönlich vor sich hingeplätschert. Ja, es ist halt nicht wirklich viel passiert. Ja, es ist halt wirklich eher so vor sich hingeplätschert, und man hat sich die ganze Zeit gedacht, okay, also ich habe mir gedacht, worauf soll es jetzt hinaus? In der zweiten Hälfte hat es mir auf jeden Fall schon besser gefallen, aber es ist für mich jetzt kein absolutes Highlight-Buch, muss ich dazu sagen. Ich fand den Schreibstil sehr toll. Es ist ja jetzt auch der Debütroman von Annabel Steel. Ich fand den Schreibstil wirklich super toll, und was ich auch fand, ist, sie hat sehr, sehr neugierig auf die anderen Charaktere gemacht, weil auch hier gibt es 3 Stück, und ich bin so gespannt auf die Protagonistin in Band 2. Ich war halt kurzzeitig wirklich am Überlegen, ob ich überhaupt weiterlese, weil es für mich persönlich zu ruhig war. Ich mag dieses ganz ruhige, mag ich gar nicht, wenn nicht so unbedingt viel Gefühl oder so drin ist. Es gibt auch ruhige Bücher, die ich mag, aber die müssen dann für mich irgendwas Besonderes haben, und dieses Buch hatte jetzt für mich nichts, wo ich sage, es sticht für mich heraus oder es gibt mir irgendwas Besonderes. Es war so, ja, es war halt wie so ein bisschen so eine Standardgeschichte,
die halt so vor sich hingeplätschert ist. Aber es hat mich, wie gesagt, in der zweiten Hälfte viel, viel mehr unterhalten. Vielleicht lag es auch daran, dass die Charaktere sich dann noch mehr entwickelt haben, beziehungsweise mehr aus sich rausgekommen sind, vor allem halt Lia. Aber ansonsten würde ich sagen, ist es für mich so ein mittelmäßiges Buch, was man auf jeden Fall mal lesen kann. Ist auf jeden Fall schön für zwischendurch, wenn man jetzt nichts Anspruchsvolles oder so haben möchte. Es hat jetzt von mir 3 Sterne bekommen und ich werde auf jeden Fall Band 2 lesen, weil ich so, so neugierig auf die Protagonistin bin. Hier geht es nämlich um die Schwester von Noah in Band 2 halt und da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, das war's auch schon zu meinen Rezensionen von What If We Drown und Breakaway. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zu den Büchern sagt und wie sie euch gefallen haben, beziehungsweise ob ihr eventuell noch vorhabt, sie zu lesen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!